Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das hat mich jetzt ja fast schon etwas überrascht, dass ich jetzt schon drankomme. Aber unabhängig davon will ich mit einer Vorbemerkung in diese Diskussion starten. Ich finde es schon ziemlich bedauerlich, dass die eigentlich sinnvolle Funktion von öffentlichen Debatten über die Maßnahmen aus dem GZSG-Gesetz, aus dem sogenannten Sondervermögen von einigen ewig gestrigen missbraucht werden mit hanebüchenden und windigen Berechnungen, erneuerbare Energien infrage zu stellen und deren Ausbau, und dass quasi die wichtige Diskussion, welche Mittel und wie viele Mittel der Staat in der Krise in der Hand nimmt, genutzt wird, um hier noch einmal irgendwie die Klimaleugner-Nummer zu fahren, das ist eigentlich dem Thema und der Sache nicht angemessen. Die von Ihnen jetzt provozierte Debatte gibt mir noch einmal die Möglichkeit, unsere Grundsatzposition darzustellen. Ja, die Corona-Pandemie ist eine große Gefahr für die Gesundheit. Die daraus resultierende Krise ist eine große Bedrohung der Existenz vieler Menschen. In der Krise sind die Armen in der Gesellschaft ärmer geworden. Und in dieser Situation ist es richtig, dass der Staat Maßnahmen ergreift, um der Krise entgegenzuwirken, um Existenzen zu sichern und auch um in die Zukunft zu investieren. Bedauerlicherweise haben Bund und Länder einige Maßnahmen ergriffen, die eine Schlagseite haben oder die nicht alle Menschen erreichen, die auch Unterstützung brauchen. In Hessen haben CDU und Grüne in der Krise sich eine Kreditermächtigung in Höhe von 12 Milliarden € geschaffen, um Steuerausfälle zu kompensieren, aber eben auch, um auf die Auswirkungen der Krise zu reagieren und um die Schuldenbremse zu umgehen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir halten diesen Weg für gangbar, und der Aussetzung der Schuldenbremse haben wir nach vollster Überzeugung auch zugestimmt. Viele Maßnahmen, die dann aus dem GZSG-Gesetz finanziert werden, sind im Haushaltsausschuss auch einstimmig beschlossen worden, schlicht und ergreifend, weil sie notwendig sind und weil sie auch parteiübergreifend als sinnvoll erachtet worden sind. Für uns als LINKE ist es dabei nicht entscheidend, ob es einen Corona-Bezug gibt oder nicht, sondern einzig und allein, ob die Fragen sinnvoll sind. Und an die FDP, an die Kollegin Schardt-Sauer noch einmal die Frage gerichtet. Sie sagen, na ja, eigentlich wollen wir ja gar nicht so ein Sondervermögen. Gleichzeitig werden daraus viele Maßnahmen finanziert. Und dann beschweren Sie sich noch, dass das Geld für diese Maßnahmen nicht ausgegeben wird. Das ist auch nicht besonders konsistent. Da müssen Sie sich schon entscheiden, wollen Sie eine Kreditermächtigung oder wollen Sie die nicht? Aber dann zu sagen, eigentlich wollen wir die nicht, aber dann darf das Geld auch nicht ausgegeben werden, das ist nicht besonders kohärent. In der Tranche, über die wir heute reden, ist ja thematisch schon angedeutet worden, geht es beispielsweise um die Stärkung der kommunalen Bauämter, eine Position, die wir schon oft hier eine Frage, die wir oft schon thematisiert haben. Es ging um manche sinnvolle und manche weniger sinnvolle Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Es geht darum, die Innenstädte zu fördern und Kita-Gebühren zu erstatten. Manchen diesen Dingen haben wir zugestimmt, anderen nicht. Manchmal fragen wir uns, ob die konzeptionell die Vorhaben schon so weit entwickelt sind, wie es notwendig wäre, oder aber ob die Mittel ausreichend sind. Aber an unserer grundsätzlichen Haltung, dass wir Schritte in die richtige Richtung unterstützen, hat sich ändert das nichts. Wir glauben, dass das Gesetz zum Sondervermögen, also die Kreditermächtigung, die Rolle des Parlaments im Haushaltsvollzug eher auf- als abgewertet hat. Die Debatten im Haushaltsausschuss und hier im Parlament sind auch ein Ausdruck davon, und wir halten es auch im Nachgang oder sehen uns darin auch bestätigt, dass entsprechende Vorschläge der LINKEN, den Haushaltsausschuss und das Parlament aufzuwerten, in diesem Gesetz auch aufgegriffen worden sind. Die Debatten hier zumindest von den meisten belegen das. Es bleibt am Ende ein großes Problem mit dem Sondervermögen. Machen CDU und GRÜNE am Ende eigentlich nur den Versuch, sich und ihre Vorhaben über die Legislaturperiode zu retten. Sie ergreifen nicht im vollen Umfang die Maßnahmen, die aus sozialen, ökologischen oder ökonomischen Gründen notwendig wären,
und sie verhindern damit, dass Hessen mit einem Neustart sozial und ökologisch aus der Krise kommt. Und dafür werden wir immer werben und auch diese Debatten nutzen, um das deutlich zu machen.